Hallo und herzlich willkommen zu einem Pokémon Sweet Dungeon Erkundungsteam Rot Let's Play von mir, Schonwer. Das letzte Mal sind wir hier diesen komischen Donnerberg, was weiß ich, Donnerbergmine. Sind wir zur Donnerbergmine gekommen und dieses Mal werden wir die letzten paar Ebenen machen, um hoffentlich zu hier durch den Donnerberggipfel zu Zapdos zu kommen und diesen unglaublich wundervollen Kampf, der uns bevorsteht, zu meistern natürlich. Und ja, schauen wir mal, wie das so läuft. Und wir haben vor kurzem herausgefunden, dass wir Schaufler auch bei Skorglas oder der Vorentwicklung halt von den Viechern oder falls es die sind, einsetzen können. Warum auch immer. Ich dachte immer, das wären Dings-Pokémon. Also, das wären Pokémon vom Typ Gift und Flug. Aber wie es aussieht, sind die Vorentwicklungen noch nicht von Typ Flug. Sonst würde das Ganze keinen Sinn machen. Es sei denn, hier ist es ein bisschen anders und ich habe das Ganze vergessen. Aber irgendwie glaube ich das nicht. Das wird ja, keine Ahnung, ist das irgendwie bescheuert? Ich verstehe das nicht. Mann. Und hier bei dem Spiel ist es, glaube ich, noch so, dass diese komischen Endebenen wirklich dazu da sind, dass man davor noch ein bisschen geheilt wird. Und dass es dann hier noch so drei kleine Ebenen gibt, die man dann noch machen muss. Und ich glaube, hier war es wirklich so, dass es nur immer jedes Mal drei kleine Ebenen gibt bei so einem zweiten Teil. Und oh, der wurde zerstört. Unser Schaufler ist nicht mal mehr nötig zu treffen. Hey. So. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir die Treppen schnell finden. Weil ich habe jetzt keine Lust, hier bei den letzten drei Ebenen ganz mega lange zu warten oder so. Und das hier ist schon perfekt für Schaufler. Los. Und Überraschung. Haha. Tod. Und hier die Ebene und danach, also nach der hier müsste es dann, oh, schon in der dritten. Wir sind am Gipfel angekommen. Hey, Zapdos, wo bist du? Wir sind hier, um Tengus zu retten. Komm schon. Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Mit Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich bin ein Wasser-Pokémon und du Donner. Elektro. Hey, Zapdos. Lass Tengulus frei. Wir sind ein Pokémon-Retter-Team. Ich hörte große Entschlossenheit aus euren Worten. Also stellt euch meinem enormen und gerechten Zorn, meine ich. Entschuldigung. Und ey, was soll das? Warum? Es ist natürlich schlau, also ich glaube, ich lasse hier ihn, also Aquatara natürlich nicht, und ich lasse den Schaufler und Tackler erstmal am Anfang einsetzen, also Tackle, um zu schauen, wie das jetzt ist, ob es jetzt trifft oder nicht trifft, und ja, wir werden sehen. Und ich werde hier natürlich versuchen, schauen wir mal, wie viel Schaden wir machen mit Glut. Wir haben ja das Spezialband. Pow, 34, okay, das ist mehr als ein Gyarados-Bock, das ist schon mal gut. Und ich habe trotzdem Schiss, dass der irgendwann mal sich entscheidet, unseren Pian zu greifen mit der Donnerattacke. Aber bis jetzt läuft es noch ganz gut. Und, ah, der haut ihm ja jetzt schon so richtig viel Schaden rein. Einige. Okay, zum Glück haben wir zwei Belebersamen dabei. Hoffen wir mal, dass das Ganze gut ausgeht. Und, ey. Oh nein, er hat Agilität eingesetzt. Jetzt hat er doppeltes Tempo, jetzt kann man jedes Mal zweimal angreifen. Und genau deshalb gebe ich dir die Möglichkeit, jetzt nur noch Schaufel einzusetzen. Denn dann kann er nicht angegriffen werden. Dann werden wir jetzt erstmal zerstört. Und er greift ihn trotzdem an, das ist perfekt. Stirb. Pow. Und trifft er? Nein, er trifft natürlich nicht, habe ich mir schon gedacht. Doch, er hat... Hä? Wie? Das macht gar keinen Sinn. Oh ne, die Attacke wollte ich nicht einsetzen. Aber jetzt können wir auch einfach nur Schaufel einsetzen. Und... Oh ne. Ich hoffe, ich kann es auch einsetzen. Nein, paralysiert. Das ist ein Problem. Und, oh, Schaufler trifft. Wie funktioniert das? Das ist eine Bodenattacke. Mein Level ist gestiegen. Yay, hurray, Level up. Level 16, wow. Und 544 EP, das ist echt nicht schlecht. Ich dachte immer, die Bosse geben nicht so viel. Genau. Huh. Was geschieht hier? Uff. Willst du noch mehr? Komm nur her. Das hat sich gereimt. Genug.
dritte Kampf hat lange genug gedauert. Ich habe mich beruhigt. Nehmt Tengelist mit. Ihr Kinder, ihr habt mich beeindruckt. Aber das nächste Mal wird es nicht so einfach werden. Ich werde mich dann nicht mehr zurückhalten. Also seid gewappnet. Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und trainieren. Hasta la vista, Baby. Ein schönes Licht. Seht mal, da ist Tengelist. Oh. Bist du in Ordnung? Ja doch. So einigermaßen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Das war spektakulär, dass ihr Zapdos vertrieben habt. Jawohl. Für einen schlichten Glumanda bist du äußerst stark. Schlichtes Glumanda. Ich habe es bereits bei unserer ersten Begegnung gespürt. Vielleicht. Du bist kein Pokémon, ist es nicht so? Wow, wie kommst du darauf? Aber du hast recht, Schonwer ist kein Pokémon. Schonwer ist ein Mensch. Was? Blasphemie! Ein Mensch? Ist das möglich? Kann so etwas überhaupt passieren? Schonwer kann es sich auch nicht erklären. Schonwer wachte eines Morgens als Pokémon auf und erinnerte sich überhaupt nicht mehr daran, wie es als Mensch war. Oh, warte mal. Lombrero hat damals an Pokémon-Platz etwas erwähnt. Er sagte, Simsala wüsste alles. Simsala, hast du eine Ahnung, warum Schonwer zu einem Pokémon wurde? Nein. Das ist mir nicht bekannt. Ich habe Hunger. Oh, ich dachte, du würdest es wissen. Warte mal, deine Stimme hat sich verändert. Jedoch, es gibt einen Weg, der die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh ja, welchen denn? Begebt euch auf die Reise zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das stets in den Himmel blickt. Ein Pokémon, von dem es heißt, es könne in die Zukunft sehen. Xatu ist sein Name. Er sollte Licht in die Angelegenheit deines rätselhaften Freundes bringen können. In Ordnung, lass uns zu Xatu gehen. Gehen wir schon mehr, auf zum Berg der Vorzeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren, lass uns schnell zurückgehen. Tengelist, komm, beeilen wir uns. Ja, ich schätze, das sollten wir tun. Schon wer? Jetzt steh hier nicht so herum, lass uns nach Hause gehen. Okay. Aber diese ganzen dunklen Stimmen, die ich machen muss, die tun voll weh. Simsala, ich kenne dich jetzt lange genug. Das war doch noch nicht alles. Du weißt mehr darüber, nicht wahr? Es gibt etwas, was mich beunruhigt. Doch im Augenblick wollen wir davon schweigen. Um ihretwillen. Da weiß wohl jemand was und will's nicht sagen. Am nächsten Morgen. Yay. Story geht weiter, wie es aussieht. Ui. Hier könnte man speichern, also mache ich ein Safe State. Yay. Und dann geht's mal weiter. Hallo. Schonwer, guten Morgen. Ich habe mich gestern informiert. Ich habe erfahren, dass der Berg der Vorzeit wohl in der Riesenschlucht liegt. Wir sollten sofort aufbrechen. Lass uns zur Riesenschlucht gehen. Was ist denn? Huch, was ist? Hör mal, Pierre, und ach, nichts. Safe State Action, hör mal, Pierre. Was ist denn? Ich verstehe nicht. Warum benutzt du dich so? Warum bist du so froh? Ich bin so froh, Nein, also warum benutzt du dich so? Warum? Wieso fragst du mich das? Ah, noch ein Safe State. Du tust es nicht für dich. Du tust es für einen anderen. Einen anderen? Sag mal, was bin ich eigentlich für dich? Wir sind doch Freunde, oder nicht schon wer? Ich will mein Bestes geben, weil ich es für dich tue, schon wer. Hey, so ist das, aber egal. Bla bla bla, nächste Antwort. Du tust es nicht für dich. Du sagst es, aber genau deswegen strenge ich mich noch mehr an, weil es eben nicht für mich ist. Aber wir sind doch Freunde, oder nicht schon wer? Ich will mein Bestes geben, weil ich... Bla bla bla, okay. Warum bist du so froh? Warum? Wieso fragst du mich? Oh, jetzt kommt mir das gleich. Okay, das ist egal. Du sagst es. Aber bla bla bla, genau deswegen. Wir sind doch Freunde, oder nicht, Schonwer? Ich will mein Bestes geben, weil ich es für dich tue, Schonwer. Yay. So ist das. Aber egal, lass uns einfach alles tun, was in unserer Macht steht, wie immer. Yay. Eigentlich würde ich euch ja immer die ganzen Antwortmöglichkeiten zeigen, weil da manchmal echt lustige Sachen dabei sind. Aber wenn man eben merkt, dass doch das Gleiche an Antworten kommt, dann ignoriere ich das am besten und dann geht's weiter. Yeah. Und hier kann man sehen, was mit dem Belebersamen passiert, wenn man den benutzt. Dann verschwindet das Beleber und es passiert dir, dass nur noch ein Samen da ist.
Und dann ist er eigentlich relativ nutzlos. Man kann ihn vielleicht noch verkaufen und essen für ein bisschen Magenvolumen. Das war's dann aber auch. Also ja. Ja. So viel dazu. Yay. Lager, Lager. Und ich nehme einfach mal das Gelbgummi mit, weil das können wir natürlich dann benutzen, wenn wir in den Next Dungeon gehen. Yay. Aber wir werden erstmal ein paar kleine andere Missionen machen, bevor wir hier diese heftigen, superschweren Story-Zeugs weitermachen. Weil wir müssen natürlich auch ein bisschen Level nebenher. Denn hier in dem Spiel ist es noch relativ wichtig, ein bisschen mit dem Level dabei zu sein. Haben wir auch schon gemerkt. Nehme ich mit E5. Donnerberg. Was? Es kommt jetzt schon zum Donnerberg. Das mache ich trotzdem einfach nur, weil hier das nur zu Ebene 5 ist. Sonnenkern. Und den kann man natürlich auch mitnehmen. Sonnenkern. Kein Problem. Wäre das jetzt ein blödes Vieh gewesen, das nur rumsteht, dann hätten wir es nicht mitgenommen. Und ey, wir waren noch gar nicht hier oben. Was gibt's denn hier? Ey, hier ist Robby und Safkorn. Ja, Safkorn, was machen wir als nächstes? Wir spielen Kampf. Okay, ich setze Fahnenschuss ein. Dann setze ich ja ein. Ja, ihr werdet unglaublich starke Kämpfer irgendwann. Kein Problem. Und hey. Kinder. Wie soll ich die Stimme machen? Wälzer, ja. Also, das ist ein alter Sack. Kinder beim Spielen zu sehen, erfüllt mich mit solcher Freude. Oh, okay, okay, wenn du es nicht sagst. Wenn du sagst, dann muss es wohl so sein. Der wird auch noch ein bisschen wichtiger für uns oder für die Story. Aber ich würde mal sagen, dass wir jetzt erstmal hier zum Donnerberg gehen und oh, Riesenschlucht, da wollen wir noch nicht hin. Und hier beim Donnerberg, da werden wir jetzt natürlich ein bisschen eskortieren, solange bis die Folge vorbei ist. Und ich glaube, so könnte ich das öfters machen. Hier, dass ich einfach, um jetzt die Folge nicht zu lang zu machen, hier oder und nicht zu kurz, noch so eine vielleicht so kleine Mission am Ende hinhängen, weil dann ist das Ganze, glaube ich, ein bisschen besser. Statt jetzt, ihr wisst schon und so, statt jetzt Dings, die Folge früh zu beenden oder gleich mit der Story weiterzumachen, weil dann könnte es natürlich sein, dass man zwischendrin hier die Folge beenden müsste oder dass da 30 Minuten Folgen kommen. Und die sind doch ein bisschen lange, glaube ich. Obwohl vor kurzem ja eine 30 Minuten Folge gekommen ist. Yay. Aber das liegt auch daran, da ich mal wieder zu dumm war und nicht auf die Uhr geschaut habe. Aber ey, was soll das? Ah, nein. Mann, verreck doch einfach. Wir werden hier von einem blöden Nidorand kaputt gemacht. Nein, es war Nidorino, glaube ich. Ich habe nicht aufgepasst. Mann, warum hauen die alle so rein? Und hier, wie es aussieht, gibt es hier in dem ersten Pokémon Story Dungeon noch nicht wirklich so Regeln. Zum Beispiel mit Bodenattacken können wir, wie es aussieht, doch Flug-Pokémon angreifen. Auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht. Und mit solchen tollen Attacken hier wie Glut können wir uns selbst vergiften, obwohl es kein physischen Treffer ist, sondern hier eigentlich, ja, eigentlich berühren wir den Gegner ja nicht und trotzdem setzt die Fähigkeit von Nidoran ein. Und ey. Was denkst du dir eigentlich? Dass du mich paralysierst oder was? Hä? Da darf ich jetzt auch mal. Hier, du kriegst jetzt erstmal Stress, weißt was? Pow! Hier, es geht ja gar nicht, was sie da machen. Die denken wirklich, die können uns einfach angreifen. Das ist voll widerlich von denen. Mann. Also, wenigstens kriegen wir halbwegs gute Erfahrungen hier, ja? Das ist ja das Mindeste hier. Zuerst schlagen die uns Gesicht und dann geben sie uns zur Erfahrung. Das kann man auch so hinnehmen. Wenn die keine Erfahrung geben würden, dann könnten die mich alle mal kreuzweise, ja? Ist ja schlimm, was sie da machen. Und oh nee, nicht schon wieder so einer. Ich setze einfach mal Schaufel hier. Du kannst mich mal. Und ich vergifte mich wahrscheinlich eh schon wieder, aber dieses Mal wäre es nicht so schlimm. Und oh, haben wir reingehauen. Und jetzt können wir nämlich hier die Treppe weitergehen. Und dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen, wenn wir vergiftet wären. Yay. Hurray für logisches Denken. Und ey, ist es Schaufler? Nein, es ist Rückkehr. Das ist. Ich weiß nicht, wie das hier berechnet wird. Rückkehr ist ja eigentlich. Wir können es ja mal nachlesen. Hier, Rückkehr. Info. Fügt dem Gegner Schaden zu. Die Kraft der Attacke ist umso größer, je höher der IQ des Anwenders ist. Ah, okay, so ist es ja so. Nicht mit Freundschaftslevel, sondern mit IQ.
Und davon haben wir noch nicht allzu viel, darum werde ich die auch nicht wirklich hier haben wollen erstmal. Vielleicht irgendwann mal. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wir werden es noch sehen. Aber solange wir noch nicht so, solange wir noch nicht so schlau sind mit unseren tollen Bonbons und so, werde ich die Attacke noch nicht beibringen. Und schön die Bonbons fressen. Wir haben es ja nicht umsonst mitgenommen. Wir wollen ja schön schlau werden. Und so wird man auch schlau. Wenn ihr in der Schule Kaugummi frisst, egal was die Lehrer sagen, ihr werdet dadurch schlau. Also schön Kaugummis fressen. Und ich meine, so falsch ist es ja nicht, weil wenn man Kaugummi frisst, dann denkt man ja eigentlich mehr mit, weil dann mehr Blut im Gehirn ist. Aber trotzdem ist es in der Schule nicht wirklich erlaubt. Also, ja. Passiert. Und ey, du. Was tust du mich hier voll spritzen mit deinem... So weit will ich jetzt nicht gehen. Ich rede jetzt einfach nicht lieber weiter. Ich meine, wir wollen ja noch schön jugendfreundlich bleiben. Kinderfreundlich meinte ich. Obwohl ich auch schon ziemlich oft in den Let's Plays böse Wörter gesagt habe. Wie scheiße. Und verdammt. Und ich glaube, das war's auch schon. Also, ja. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich so ein böser Mensch bin. Aber ich meine, es ist auch, man kann auch ein schlechtes Beispiel sein und dafür sorgen, dass jemand das nicht macht. Also, vielleicht mache ich meinen Job ja ganz gut und komme so bescheuert drüber, dass irgendwelche Kinder sich denken, nein, solche Wörter will ich niemals sagen. Das ist doch auch eine Sache, oder nicht? Es wäre möglich, warum nicht? Und, oh, jetzt muss ich nur sagen, na verdammt, wie war das Zauberwort mit der Treppe? Komm schon, das muss jetzt ganz recht sein. Und ey, was willst du von uns? Oh, verdammt nochmal. Was willst du von uns so gern, hä? Was willst du von uns so gern, hä? Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich dich hier an unsere Sonnenkern ranlasse, ja? Plosivsam. Ja, die können hier gar nichts, die zerstören wir alle. Sonnenkern Alliance hier. Der macht alle kalt und ey, du wolltest auch dich jetzt von hinten anschleichen und so Sonnenkern angreifen, ne? Hä? Weißt du das, hä? Bau! Ich fühle mich viel zu stark mit der neuen Attacke, die ich habe. Wahrscheinlich werde ich bald wieder total zerstört, weil dann irgendwelche Gegner kommen, wo Schaufel nicht mehr so viel bringt. Und dann kann ich nicht mehr so toll angeben. Und ich glaube, das war in Ebene 5, wo wir Sonnenkern und so, ja. Ja, Zielebene, hier haben wir Zonkern hinbringen müssen. Und ey, was willst du hier? Du denkst schon nicht, wie du kannst an unser Zonkern ran, ne? Dieses Mal hat es zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber es war trotzdem tot, also schön angeben und weiter geht's. Zum Glück macht es nicht allzu viel Schaden. Und jetzt kann ich es nochmal testen. Schaufler, Bibon müsste eigentlich Flugkäfer sein. Soweit ich das weiß. Und ich treffe. Warum? Warum funktioniert das? Wie? Was? Nein! Du dummes Stück Dreck, du! Was? Was? Willst du mich verarschen? So, und hier kann man auch sehen, was ich meinte mit Vollidioten als Eskortenviecher. Als Eskortierende. Was ich damit meinte. Wir haben jetzt einen Belebersamt für 300 Poké so geschehen weggeworfen, weil der zu dumm war und an die Gegner ran ist und darum mache ich die auch nicht mehr, weil ich wütend bin. So. Mano. Warum? Wir kriegen immer noch Zeitung. Lagern und ich werde jetzt die Folge beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.